Investments in Schwellenländern galten lange Zeit, gerade auch bei Privatanlegern, als das absolute Must-Have. Allerdings nur bis vergangenes Jahr kamen die Märkte teilweise deutlich zurück. Blickt man allein auf den MSCI Emerging Markets, so stehen hier Verluste bis zu 20% zu Buche. Warum das so ist, das wollen wir heute besprechen mit Thorsten Winkler, Geschäftsführer von Advanced Asset Management. Herr Winkler, ich gebe die Frage direkt weiter. Was ist passiert vergangenes Jahr in den Emerging Markets? Ja, die Emerging Markets haben natürlich auch unter der Schuldenkrise gelitten. Generell sind die Investoren ja gerade auch im Sommer letzten Jahres sehr risikobewusst wieder geworden und da werden die Gelder natürlich sofort abgezogen aus den vermeintlich risikobehafteten Anlageklassen und Emerging Markets gelten nach wie vor als eine der risikoreichsten Assetklassen überhaupt. Und man hat auch gesehen, dass teilweise zu Beginn letzten Jahres auch ein bisschen Gewinnmitnahmen zu verzeichnet waren und die wurden dann aber praktisch verstärkt durch diese laufende Angst. Ein absoluter Liebling war lange Zeit Vietnam. Letztes Jahr drastische Verluste. Jetzt zu Beginn des Jahres kommt der Markt wieder deutlich zurück. Ist es bereits die Trendwende? Was ist los in Vietnam? Ja, bei Vietnam, das ist ja ein kleiner Exot unter den Emerging Markets, da sieht man eigentlich auch, wie wichtig es ist, auch hier das Risiko zu beachten. Er war ja vor ein paar Jahren absolut hochgehypt, mehrere 100% Gewinne und dann ging es nur noch bergab. Auch im letzten Jahr wieder dramatische Verluste und was wir jetzt gesehen haben mit unserem Trendmanage-System Index Picking, dass wir hier erste Kaufsignale bekommen haben auf kurzfristiger, mittelfristiger Basis. Der Markt ist noch lange nicht über den Berg und wenn man sich nach Vietnam schaut, gibt es da nach wie vor auch die Probleme, gerade auch Bezug auf Inflation. Aber es ist doch sehenswert, sich das mal anzuschauen. Es gibt da ja auch mittlerweile Anlagewerkzeuge für Vietnam, aber man muss da natürlich darauf achten, falls diese Korrektur jetzt hier sich da nicht fortsetzen sollte und der Markt ist hier noch nicht wirklich über den Berg und hat keinen Boden gebildet, dann müsste man auch notfalls wieder raus aus dem Markt. Aber es ist ein interessanter Markt, der hier hohes Upside hat, wenn er mal ins Laufen kommt. Den vielleicht größten Hype gab es lange Zeit um China. Man sagte, schier unendliches Wachstum, unendliche Bevölkerung. Doch jetzt kamen erste trübe Zahlen aus China. Das heißt, die wirtschaftliche Konjunktur bekommt eine kleine Delle. Allerdings immer noch Wachstum von 8,5%. Ist das Glas in China nun halb voll, halb leer? Also ich würde mal sagen, auf jeden Fall halb voll, weil 8% ist ja immerhin noch was im Vergleich jetzt zu unseren Problemen, auch gerade in Europa. Eins ist klar, keine Wirtschaft wächst ewig, aber man kann sicher sein, dass gerade die chinesische Regierung alles dafür tun wird, hier das Wachstum auf einem gewissen Mindestlevel zu halten. Dort haben sie auch die Möglichkeiten, die Wirtschaft zu steuern. Manche haben Angst, dass wir da halt einige Blasen gesehen haben, die jetzt zu platzen drohen. Aber generell muss man sagen, auch wenn man sich die Indizes anschaut, dass auch die chinesischen Aktienmärkte sich in den letzten Wochen gerade wieder stabilisiert haben. Da sieht es eigentlich auch nach einer Bodenbildung aus. Also da sollte man auch nicht zu schwarz sehen. Insgesamt, wenn wir natürlich jetzt den absoluten Crash in diesem Jahr kriegen würden, dass auch in Amerika die Nachfrage zurückgeht, dass Europa hier die Schulden nicht in den Griff bekommt. Das würde natürlich auch irgendwann die China wieder betreffen, wenn dort nicht abgenommen würde, die Güter. Das würde auch den Aktienmarkt belasten. Aber generell ist auch China auf einem guten Weg der Bodenbildung in diesen Aktienmärkten. Zuletzt stellt sich natürlich noch die Frage, wie kann der Privatanleger in diesen Märkten partizipieren, investieren? Braucht er unbedingt einen Profi an der Seite, einen Fondsmanager? Wir sind hier immer noch auf dem Fondskongress in Mannheim. Also Fondsmanager, denke ich, werden immer gebraucht werden für ein gewisses Klientel Anleger, nämlich genau die Anleger, die keine eigene Marktmeinung haben, die auch nicht die Zeit und die Ressourcen haben, sich genau mit den Märkten zu beschäftigen. Die anderen Anleger, die viel in die Recherche investieren können, die sich zutrauen, auch diese Märkte optimal zu timen, haben als Werkzeug ja Indexfonds, die ja hier auch an der Börse Stuttgart gehandelt werden. Da können sie auf Tagesbasis mehrfach rein, raus ihre Investmententscheidungen durchführen. Auf der anderen Seite bieten natürlich Anlagelösungen im Fondsmantel hier Know-how von Experten, die zumindest den Anspruch haben, die Märkte zu schlagen bei klassischen Länderfonds. Oder es gibt auch vermögensverwaltende Konzepte, die dann im Endeffekt versuchen, aus den Marktsteuerungen auf globaler Ebene hier die Risiken rauszunehmen, wobei auch dann Emerging Markets eine Rolle spielen. Wie gesagt, es gibt für jeden Investor spezielle Anlagelösungen und auch bei Emerging Markets muss man sich genau anschauen, traue ich es mir passiv alleine zu oder vertraue ich auf die Experten? Braucht man einen Experten beim Investment in Emerging Markets? Thorsten Winkler, Advanced Asset Management natürlich. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne, danke schön.